geht ab. Ist, du, das ist eine Schauspielerin, Jojo. Das ist so hübsch. Ja, aber ist so, oh. Ihr werdet nie was miteinander haben. Sie ist lustig. Sie ist ganz weit weg. Sie, oh Gott. Ja, klar. Das ist ne? Natalie. Du willst genauso wenig was mit ihr haben, ja? Mockingjay Part 2. Ja, ganz abgesehen von all den hübschen Frauen haben wir noch einen Film zu besprechen. Immerhin mit der so guten hübsch. Jennifer Lawrence. Das ist der zweite Teil des dritten Teils der Panem-Reihe. Heutzutage teilt man die Jugendbücher, vor allem die letzten Jahre, in zwei, um der Vorlage gerechter zu werden. Das haben wir jetzt auch bei Mockingjay Part 2. Trotzdem sind wir natürlich nicht mit den gleichen Erwartungen an diesen Film rangegangen, wie vielleicht der große Hunger Games Panem-Fan, weil wir sind nicht die größten Fans dieser Serie, wir sind nicht damit aufgewachsen, wie zum Beispiel mit Harry Potter, und es hat uns irgendwo ein bisschen begleitet. Wir haben die Filme gesehen, die Bücher haben wir nicht gelesen. Ich habe das erste tatsächlich gelesen, das erste Buch aber auch nur. Wenn man jetzt allerdings davon ausgeht, dass das wie bei vielen anderen Jugendbuchverfilmungen im letzten Film so ein fulminales Action-Finale wird, in dem alles in die Luft fliegt und pow, 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 wie bei Harry Potter 7 Teil 2. Oh Gott, das ist so verwirrend. Dann wird man enttäuscht werden, denn das ist tatsächlich nicht der Fall. Genau, wo der 3.1, also Mockingjay 1, ja auch schon vielen kritisiert wurde, weil er ein sehr langsames Pacing hat und wenig Höhepunkte. Das hat der jetzt auch. Er hat auch ein wahnsinnig langsames Pacing. Gerade für so einen Abschluss mit über 2 Stunden wieder stellt sich da schon ab und an ein bisschen Langeweile ein. Tatsächlich könnte es daran liegen, dass dieser Film versucht, sich ein bisschen mehr als ein Drama zu inszenieren insgesamt. Es gibt viele Szenen, in denen man Charaktermomente hat, die auch ganz gut und interessant sind. Tatsächlich, was aber das Problem dabei ist, ist, dass selbst für so ein Drama fehlt dann in einigen Szenen einfach der bedrückende Kontext, das bedrückende Gefühl. Die Stimmung ist schon sehr, sehr düster in dem Film. Das darf man nicht falsch verstehen. Gerade für eine Jugendbuchverfilmung, wo wir die Vorlage nicht kannten. Es gibt ein paar arg bedrückende, düstere Szenen. Die allgemeine Gefühlslage der Figuren ist eher so, oh mein Gott, warum leben wir alle noch? Ja. Wir sind so furchtbare Menschen. Aber dennoch gebe ich dir absolut recht, das überträgt sich nie so krass auf den Zuschauer. Was auch meiner Meinung nach daran liegt, dass diese ganze Panem-Welt auch jetzt im letzten Teil für mich immer noch nicht wirklich sich wie eine echte Welt anfühlt. Das ist alles Schauplatzhopping. Es wird einem insgesamt einfach nicht ganz klar, wofür das alles da passiert. Mhm. Und warum vielleicht schon, aber nicht für was, wofür kämpfen die eigentlich? Was ist der Einsatz hier? Das fehlt, es fehlt die Motivation leider ein bisschen. Zumindest weil sie für uns, die wir die Bücher nicht kennen, sehr schwer zu greifen. Ja. Nichtsdestotrotz ist es bemerkenswert, dass sich dieser Film eher als Kriegsdrama tatsächlich inszeniert. Denn gerade wenn man sich andere Jugendbuchverfilmungen dieser Tage mal anschaut, ist es einfach so, dass die das überhaupt nicht versuchen, dass die nicht dran gehen und sagen, hey, Krieg ist scheiße, wir müssen diese Themen diskutieren. Die versuchen das erst gar nicht. Bestes Beispiel dafür, Maze Runner 2. Maze Runner 2. Und von den Trailern könnte man ja, von Mockingjay 2 hatten wir das auch vermutet, dass es wirkte sehr, richtet eure Waffen gegen Snow, wir müssen alle umbringen, die böse sind. Ist aber gar nicht so tatsächlich. Ne, es wird wirklich intelligent teilweise diskutiert und behandelt. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist eine Sache, wo ich dachte, wenn da ein bisschen ein jüngerer Mensch reingeht oder jemand, der sich nicht so für diese Themen interessiert, der wird tatsächlich zum Nachdenken angeregt. Die Hauptfigur von Katniss Everdeen ist nicht mehr die gleiche wie am Anfang. Ja. Und durchlebt eine große Veränderung und auch eine schädigende Veränderung. Ja. Und das merkt man am Ende. Das ist bedrückend, gerade im Charakter bedrückend. Ja. Aber es ist halt irgendwie im Kontext logisch und konsequent. Und dennoch geht in diesem Film, trotz dieser positiven Dinge, einiges unter. Und wir haben es am Ende irgendwie darauf beschränkt, gesagt irgendwie, naja, irgendwie gab es in diesem Film keinen Hauptplot, kein Hauptziel irgendwo. Es gibt eine Liebesstory, natürlich gibt es das Liebesdreieck irgendwo. Es gibt die Politik, es gibt die Rebellion, es gibt Krieg, es gibt Fallen in dieser Stadt, es gibt die Medienkritik, Patriotismus irgendwie in einer gewissen Form. Es fehlt ganz einfach ein Fokus auf ihn. Ja, dass auf jeden Fall. Dass man sagen könnte, darauf wurde sich mit dem Film fokussiert und das erleben wir jetzt mit. Tja, und dann plätschert der Film hier und da, gerade wegen des fehlenden Fokuses, dennoch arg vor sich hin. Ja. Und auch in diesem Zuge
die Action ist sehr rar in diesem Film. Ja. Was ja in Ordnung irgendwie ist von mir aus. Es muss ja nicht immer alles explodieren, damit der Film gut ist. Aber in diesem Film, gerade in diesem Kriegsaspekt, kommt der Krieg halt auch nie so krass rüber, weil du ihn nie auch wirklich siehst. Es gibt bei uns so ein bisschen den Gedanken und die Idee, dass einem vielleicht dieses großartige Finale mit Absicht verwehrt bleibt. Dass da so ein bisschen die Idee dahinter steckt, hey, es gibt eben im Krieg keinen großen heldenhaften Endkampf, in dem die Guten gewinnen und die Bösen verlieren. So ist es nicht. So, ich denke, mit all diesen Punkten jetzt können wir zur Wertung kommen. Und ich gebe diesem Film tatsächlich insgesamt 6,5 Punkte. Das liegt wirklich, also diese Wertung liegt absolut nur daran, dass ich das Gefühl habe, dass es wichtig ist, dass man in solchen gerade Jugendbuchfilmen diese Themen anspricht, differenziert betrachtet und diskutiert. Die niedrige Wertung, weil eben dieser Film nicht so spannend ist in vielen Fällen. Ja, von mir gibt's einen halben Punkt weniger, 6 von 10 Punkten. Tatsächlich der gleiche positive Aspekt wie bei dir. Es gab ein paar spannende Momente, es gab ein paar große, mitreißende, durchaus fulminante Momente gab es in diesem Film. Er war gut gespielt, er war gut inszeniert, alles gut gemacht. Er war allerdings zum Großteil, wie du sagst, schon zu langsam vom Pacing. Die Zweiteilung hat sich für mich nicht so ganz ausgezahlt und die ganzen Nebenplots, gerade so die Liebesgeschichte, haben halt dann auch einfach nicht funktioniert. Bei so vielen Jugendbuchverfilmungen würde uns beide natürlich interessieren, welches Jugendbuch, das bis jetzt noch nicht verfilmt wurde, würdet ihr denn gerne mal verfilmt sehen? Und wie immer, wenn ihr denn unser Video gemocht habt, dann klickt auch auf den Daumen nach oben, liked und subscribe, liked uns auch bei Facebook. Wir danken für eure Unterstützung. Genau, und wünschen euch ein schönes Kinowochenende mit Mockingjay Part 2. Tschüss.